So, Fears of Fathom. Wird doch mal Zeit, dass du das spielst, du verdammter Irra. Was kannst du eigentlich, du mieses Stück Kacka? Krieg deine Emotionen unter Kontrolle, verdammt! Iron Bark Lookout. So heißt die Episode, die wir heute spielen. Das Spiel soll extrem gruselig sein. So wie ich es gehört habe, soll es sogar teils dein Mikrofon benutzen. Und ehrlich gesagt, ich habe davor noch nie ein Fears of Fathom gespielt. Die Folge wird ein bisschen länger dauern. Schnappt euch was zu essen, was zu trinken und... Jetzt ist zu spät, jetzt müsst ihr sitzen bleiben. Ich habe euch 3 Sekunden gegeben. Vergesst nicht, das Video zu liken, das hilft dem Kanal weiter. Fears of Fathom, Episode 4. Ich kenne nicht mal die anderen 3. Ironback Lookout, May der 12. Hey, ich habe mitbekommen, dass du Geschichten suchst, als ich einem YouTuber zugeschaut habe, der Fears of Fathom Carson House gespielt hat. Was ich jetzt erzähle, geschah, als ich etwa 24 Jahre alt war. Es fühlt sich etwas komisch an, das jemandem zu zählen, weil die Geschichte absurd und einzigartig ist. Aber ich denke, es wird mir helfen, mit den ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Ich weiß, die Geschichte woanders zu teilen wäre eine dumme Idee, weil Leute sagen würden, ich würde lügen. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Hast du morgens in den Spiegel geguckt, oder was? Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ich war als Feuerwächter in einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Kilometerlange, dichte Wälder, die von der Frostverwaltung verwalten werden. Ich hatte eine gute Bezahlung, ich kam über die Runden. Aber ich konnte mir nie schicke Klamotten, eine leckere Mahlzeit etc. leisten. Meine größte Leistung bis jetzt war das Wohnmobil, das ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Das Wohnmobil war das einzige Zuhause, das ich zu der Zeit hatte. Das eine Mal musste ich zu einem Feuerwachturm wegen offizieller Umstände. Es war nur ein kleines Problem für mich, weil ich in einem Wohnmobil gelebt habe und Reisen geliebt hatte. Ich verabschiedete mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Er war circa 2 Stunden entfernt. Okay? Okay. Ist das mein Wohnmobil? Das sieht nice aus. Und wir können sogar lenken. Aber keinen Unfall bauen. Das funktioniert nicht. Leertaste zum Aufstehen. Das ist schrecklich. Kann ich das ausmachen? Oder soll ich einfach weiterfahren? Oh, ich kann einfach weiterfahren. Was steht denn da? Ich kann es nicht lesen. Escape zum Lesen von Nachrichten. Während ich fahre? Von Kayla Nelson. Und wie sieht es aus? Noch immer auf dem Weg. Mein Van hat einen Platten. Warum ausgerechnet heute? Ist es nicht etwas spät? Wenn du nicht verhungerst, bis du dort ankommst. Ich werde es. Das ist ein komischer Satz. Bist du schon an Rosenburg vorbei? Nee, warum? Fragezeichen, Fragezeichen. Und wir haben noch einen Chat mit Mitch Scott. Wo kann ich meinen Van parken? Also, du kommst am Freitag. Du kannst dein Auto einfach auf dem Schrottplatz parken, bei Tor D. Alles klar. Von da aus musst du zu Fuß weiter. Nimm den Gold Greek Trail. Und von da wird es noch ein paar Stunden bis zum Turm dauern. Was? Verstanden, danke. Du wirst sehr wahrscheinlich Billy am Tor begegnen. Zeig ihm einfach deine ID. Okay, ich hab's verstanden. Ich lebte ein sehr einsames Leben. Naja, alles cool. Es hilft mir, den Kopf abzuschalten, die Erinnerungen im Schach zu halten. Ehrlich gesagt, ich find's ganz cool. Schon immer habe ich die freie Natur geliebt. Alles klar. Einfach nur von der Natur umgeben zu sein, macht mich glücklich. Ey, wie du möchtest, alles cool. Es fühlt sich an, als wäre der Wald mein Zuhause. Ey, entspann dich, Tarzan. Komm mal runter. Kayla, du schreibst mir schon wieder? Ich glaube, da war ein Dinner in der Nähe von Roseburg. Die haben die besten Burger der Stadt. Du musst die testen. Ich könnte wirklich eine gute Mahlzeit gebrauchen, bevor ich einchecke. Danke, Kay. Alright, dann haben wir doch schon mal ein Ziel. Wenn wir bei Diner sind, können wir wenigstens was essen. Und ich weiß ja, ich habe noch einen stundenlangen Marsch vor mir, von daher wäre das gar nicht so verkehrt, was ist gerade passiert. Ist das Diner hier? Das hier ist es nicht. Das ist Roseburg. Warte mal. Leertaste zum Aufstehen. Kann ich... Nee, warte mal. Das ist niemals das Diner. Das ist viel zu unbeleuchtet dafür. Das ist das Diner. Ich sah das Restaurant, von dem Kayla mir erzählt hatte. Und ich fuhr direkt rein. Okay. Lass mich hier aussteigen. Habe ich mir keine Snacks mitgenommen, vielleicht im Kühlschrank oder so? Ich meine, ich habe eine komplette Küche im Wohnmobil. Und da ich hier drinnen lebe... ich würde sagen, das ist perfekt geparkt. Das passt schon. Hallo, Freunde! Coole Musik, coole Musik. Cooler Moonwalk. Feiere ich auch total. Kann ich mit dir reden? Bitte lass mich in Ruhe. Alles gut. Ich lass dich in Ruhe. Aber dir ist klar, dass du gar nicht isst.
Willkommen im Twin River Diner. Wie geht es Ihnen heute? Oh, wir können darauf antworten. Gar nicht so schlecht. Nehmen Sie Platz. Ich werde sofort bei Ihnen sein. Okay, danke. Kann ich mich zu dir... Okay, ich setze mich woanders hin. Wo soll ich mich hinsetzen? Kann ich mit den Leuten erstmal reden? Punkt, Punkt, Punkt. Wie ist dein Essen? Punkt, Punkt, Punkt. Er starrt mich nur an. Mein Freund, du siehst aus wie eine Glühbirne. Und, die Kellnerin ist aber schnell gewesen. Okay, setzen wir uns hin. Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Leerst hast du zum Aufstehen. Kann ich mir die Karte oder so angucken? Kellnerin, ich sitze jetzt. Meine Fresse, die läuft aber langsam. Also wirklich sehr, sehr langsam. La, 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 la. Guten Abend, ich bin Barbara. Möchten Sie nun bestellen? Ja. Na dann, was kann ich Ihnen heute bringen? Ein Cheeseburger mit Pommes. Ah, unsere Burger sind die besten im Westen. Die besten im Westen. Barbara G. Wollen Sie etwas trinken? Ja, ich würde gern eine große Cola. Perfekt, noch irgendwas? Das wäre alles, danke. Super, ich bringe Ihnen das Essen, sobald es fertig ist. Geben Sie mir einfach Bescheid, wenn Ihnen etwas fehlt. Werde ich machen. Bye, bye, Barbara. Okay, und in der Zeit warte ich einfach. Ich hatte schon immer die Angewohnheit, vor dem Essen noch einmal zu pinkeln. Das soll mir sagen, ich soll jetzt pinkeln gehen. Stark. Das ist eine gute Angewohnheit. Ist das hier Frau, Mann und Behindertentoilette? Das ist... Ach, das ist alles in einem. Wer platziert die Toilette so? Okay, das ist komisch. Ich pinkel voll auf den Rand. Kann ich nicht zielen? Barbara! Barbara! Ich pinkel auf den Rand! Ich war damit fertig. Gut zu wissen, dass du fertig mit dem Pinkeln bist. Ich finde das echt eine sehr gute Information. Du sitzt nicht auf meinem Platz. Das ist... Wieso hast du eine Schaufel da? Okay. Ich hinterfrag gar nichts. Ich setze mich einfach wieder hin. Barbara? Wieso guckst du mich so an, du Glühbirne? Oh, da ist Barbara. Meine Lieblingszeitlupenbedienung. Barbara, denkst du, du bist bei Baywatch? Dankeschön. Willst du mir zugucken? Ich esse jetzt einfach. Das ist lecker. Danke, Barbara. Oh, sie geht. Gott sei Dank. Ich dachte, dass eine Weile vergehen würde, bis ich wieder Hunger bekomme. Vielleicht trinke ich auch noch was. Eine schöne kleine Coke ist immer gut. Oh, Kayla, ich esse gerade. Ich schreibe und esse nicht. Davon wird das Handy fettig. Lass mich hier erstmal alles auffuttern. So, die Dips habe ich nicht mal benutzt. Stark. Bist du hingegangen? Wie war's? Bin noch. Gerade am Essen. Es ist so lecker. Okay, es ist wirklich sehr lecker. Kann ich jetzt einfach gehen, ohne zu bezahlen, oder? Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ja, es war super. Wollen Sie noch etwas anderes, oder soll ich Ihnen die Rechnung bringen? Die Rechnung, bitte. Okay, ich bin sofort wieder da. Danke. Okay, sofort heißt in 2 Jahren, weil du verdammt langsam bist. Hab's doch gesagt. Hehehe. Das Essen erinnert mich an etwas. Du solltest mir doch das Rezept für den Auflauf schicken, über den du geredet hattest. Ich werde vielleicht die Gelegenheit haben, in die Kunst des Kochens einzutauchen, wenn ich beim Ausguck bin. Ah! Barbara! Wieso warst du so schnell? Hier ist die Rechnung. Zu zahlen sind $6. $6? Das ist aber günstig. Ich kann $6 mit 15% Trinkgeld geben oder $6 mit 50% Trinkgeld. Wisst ihr was? Mit 50. $9 für das Essen sind vollkommen okay und Barbara war auch ziemlich nett. Vielen herzlichen Dank für das Trinkgeld. Ja. Und ich denke, vielleicht gibt mir das später einen Vorteil, wenn ich Barbara auf meiner Seite habe. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja nicht so, als ob wir wirklich Geld ausgegeben haben, weil wir haben keine Geldanzeige. Das heißt, es ist fiktionales Geld. Kann ich doch mit dir reden? Na, eine lange Fahrt hinter dir, was? Wohin gehst du denn? Norden, für eine Lieferung. Und selbst? Einfach nur die Straße runter. Punkt, Punkt, Punkt. Ich will dir nämlich nicht sagen, wohin ich gehe. Ich habe Angst davor. Und wie geht's dir? Du siehst ein bisschen verloren aus. Müde. Hier gibt's einen echt guten Kaffee, falls du Lust drauf hast. Punkt, Punkt, Punkt. Also wie du siehst, hole ich mir auch normalerweise einen Vanillelatte. Punkt, Punkt, Punkt. Wohin geht's denn? Oh, meine Antwortmöglichkeit. Geht dich absolut gar nichts an. Hat eben nicht. Verlassen. Ich habe ihn angesprochen und ich war der Unhöfliche. Tschüss, mein Freund. Es wird Zeit, weiterzugehen. Gut, dass ich direkt vorm Restaurant geparkt habe. Ich hasse es, zu weit zu meinem Parkplatz zu laufen. Oh, die Tür ist auch offen. Scheint ein ziemlich unkrimineller Ort zu sein. Okay. Oh, ich kann das Radio einfach ausschalten. Okay, dann fahren wir mal rückwärts. Und weiter geht die Reise zu meinem neuen Job. Einfach die Straße lang. Gott sei Dank wird das ein bisschen geskippt. Ich hatte jetzt keine Lust, den... 8 Uhr... Also 20:02 Uhr.
Und wir fahren immer noch. Das Radio ist auch wieder an, aber mit ein bisschen hawaiianischer Musik. Ich möchte die Lage von diesem Park angeben. Aber ich möchte nicht, dass jemand den blanken Horror in diesem Wald so erlebt, wie ich ihn gesehen habe. Ach, okay, der Typ erzählt aus der Zukunft hinaus. Ist das hier schon Tor D oder? Ich weiß es nicht. Soll ich noch weiterfahren? Ich fahre einfach mal weiter. Zuerst fuhr ich am Pfad vorbei. Okay, wisst ihr was? Ich muss zurück. Gut, dass der Erzähler mich rettet. Ist das hier richtig? Kann ich hier... Oh, 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 oh. Parken? Leertaste zum Aufstehen. Okay. Ich glaube, wir sind hier schon... Richtig. Ich lasse die Musik einfach mal laufen, damit die Leute denken, dass da irgendjemand ist. Da oben leuchtet es sogar. Do not enter. Okay, hier soll man nicht reingehen normalerweise. Schade, dass ich kriminell bin und trotzdem reingehe. Ugh. Oh, was... Yo! Ach du Heilige! Du hast mich erschrocken! Ich dachte, du wärst schon einer von denen! Du hast mich erschreckt, mein Freund! Möge Gott Gnade haben! Punkt, Punkt, Punkt. Wie auch immer, kann ich bitte deine Erlaubnis sehen? Du bist Billy, richtig? Ich bin der neue transferierte Feueraufpasser. Stimmt das? Ich wusste nicht, dass wir Leute diese Saison einstellen. Warte, lass mich das überprüfen. Okay, überprüf das mal mit deinem Gewehr. Dein Büro ist ziemlich unaufgeräumt. Das sollte mir schon ein bisschen Angst machen. Wieso liegt hier alles auf dem Boden rum? Das macht doch... Der Wasserspender ist auch leer. Ich kann da reinpinkeln, wenn du willst, Billy. Okay, Kumpel. Du kannst gehen. Du bist bei Feuerturm 11 eingestellt. Ich entschuldige mich für die Missverständnisse. Ich dachte, dass der Turm für diese Saison unbesetzt wäre. Aber hier sind deine Schlüssel. Schlüssel nehmen. Ich danke dir, Billy. Lass mich für dich das Tor zu dem Pfad öffnen. Okay, dann mach das mal. Auch in Zeitlupe, ich verstehe schon. Okay, ich kann auch außenrum laufen. So groß ist das Tor. Ich danke dir, Billy. Da du so spät noch kommst, brauchst du vielleicht auch eine Taschenlampe für den langen Weg zu deinem Turm. Stimmt, wir müssen über 2 Stunden einfach laufen. Dank dir, Billy. Du, sei vorsichtig. Nimm das hier. Taschenlampe nehmen. Ich danke dir, Billy. Willkommen in Ivan Park, Kumpel. Nun, für unsere Gründe. Wenn du bei dem Turm bist, mache bitte einen Wetterbericht von deinem System aus, sodass wir wissen, dass du sicher angekommen bist. Wenn das der Fall sein sollte, kannst du dich an Turm 12 während deiner Arbeitszeit wenden. Ganz netter Typ. Er wird der nächste Kontakt im Falle eines Notfalls sein. Dank dir, Billy. Drücke G zum Werfen. Hey, nur ein Ratschlag. Geh nicht weiter als eine halbe Meile oder so in den Norden von deinem Turm. Verstanden? Wilde Katzen und Bären. Böses Geschäft. Okay, kriege ich erstmal meine Taschenlampe wieder? Ich dachte, er wollte mich bloß erschrecken, aber er sah todernst aus. F zum Verwenden, Alter. Diese Taschenlampe bringt ja fast gar nichts. Es ist genauso dunkel wie vorher. Was steht denn hier? Keine Fahrräder, nur Pferde. Bleib auf dem Pfad. Okay, ich habe weder ein Fahrrad noch ein Pferd. Ich schließe meine Tasche erst einmal im Wohnmobil. Wenn ich jetzt 2 Stunden laufen soll, ist das eigentlich eine ziemlich dumme Idee, oder? Hä? Ich komme nicht weiter. Vielleicht muss ich die Tasche holen. War das gerade ein freundlicher Hinweis vom Erzähler, dass ich meine Tasche holen muss? Okay, warte mal. Mein Wohnmobil ist das mit der lauten Musik. Wo ist meine Tasche? Tasche. Das hier ist die Tasche. Ich hab sie dabei. Alles cool. Ich lasse das Wohnmobil auch offen. Ist mir egal. Das wird schon keiner klauen. Nicht wahr, Billy? Oh, warte mal, sind das die vermisste Personen? Das ist nicht gut. Sowas ist niemals gut, verdammt! Was ist das? Sind das Schritte? Höre ich... Okay, ich gehe einfach weiter. Es soll mir egal sein. Ich habe ein bisschen... Diesmal kriegen wir eine Ladezeit, das ist gut. Wir sollten also die Tasche holen. Genial! Hallo? 23.32 Uhr. Da ist der Turm! Ich habe den Turm! Oh mein Gott! Er sieht... Ist das wirklich der Turm? Er sieht ein bisschen roh aus, oder? Nein, das kann nicht der Turm sein. Darauf kann ich doch nicht leben. Das funktioniert nicht. Was ist denn das hier? Achtung! Oh, wir brauchen hier für einen Code. Also schätze ich mal, wir sollen da nicht reingehen. Wir sollen weiter geradeaus gehen. Vielleicht kommen wir noch an unseren richtigen Turm. Oh, da ist er auf der linken Seite, glaube ich. Iron Park, Tower 11. Und der Lazy Trail ist auf der Seite. In einem Feuerturm zu leben, ist kein glamouröser Job. Ehrlich gesagt, ich find's ganz cool. Man ist alleine hier draußen. Und das für mehrere Wochen. Das ist nicht jedermanns Sache. Ey, ich hab Dixie-Klo. Ist ja wie im Wohnmobil. Okay, ich mach alles zu. Ich möchte nicht, dass jemand anderes auf diese Toilette geht. Wir haben einen Generator, das ist schön. Das heißt, wir haben Strom. Ich stieg die Stufen zum Turm hinauf. Ganz obviously tue ich das. Wenn du einmal oben auf dem Turm bist,
Ist dein Job, nach Feuern oder ungewöhnlichen Ausschau zu halten? Ey, da ist der Typ von Turm 12. Also glaube ich jedenfalls. So, lass mich mal aufschließen und rein. Oh, das sieht herrlich aus. Die Luft in der Kabine duftete nach Holz. Es gab mir ein beruhigendes Gefühl. Ehrlich gesagt, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Endlich war ich in meinem neuen Zuhause angekommen. Okay, und was sollte ich jetzt als erstes tun? Erstmal sollte ich einen Wetterbericht durchgeben, oder? Die Funkausrüstung stand auf einem Holztisch. Sie war das Hauptmittel meiner Kommunikation. Ich habe vergessen, den Generator zuerst einzuschalten. Okay, wisst ihr was? Dann schalte ich kurz den Generator ein. Und ich habe doch wirklich erstmal nur noch auf den aufmerksam gemacht. Das regt mich auf, dass ich jetzt wieder die Treppen laufen muss. Ich meine, ich bin gerade 2 Stunden lang marschiert. Ich habe keine Lust mehr zu laufen. Generator ist an. Perfekt. Hakuna Matata. Kann ich jetzt das Licht ausmachen? Weil eigentlich müsste da oben doch jetzt Licht brennen. Ich spare mal ein bisschen. Obwohl, was spare ich eigentlich? Es gibt keine Batterien. Wenn ich... Die Lampe funktioniert. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwas tun? Kommando? Was habe ich getan? Ich habe Hallo geschrieben. Ich habe nur Hallo geschrieben. Starting Rainbow 98. Passwort ist Hallo? Oder einfach irgendwas? Falsches Passwort. Information. Check den Iron Bank Rules Flyer. Okay, wo ist denn der Flyer? Der Iron Bank Rules Flyer. Der Iron Bank Fuse Flyer. Während du im Tower arbeitest, musst du diese Regeln befolgen. Lichter aus nach 12 Uhr. Wie wäre es, wenn ich erstmal Lichter anmache? Lebensmittel kommen jeden Sonntag. Keine Gäste. Das Systempasswort ist Iron Bark und dann die Tower-Nummer. Okay, also Iron Bark 11. Iron Bark 11. Juhu! Wir sind drin! Das Passwort hätte mir Billy aussagen können. Okay, was... Hallihallo, ich bin Smiley. Ey, nein, ich bin Smiley. Ihr geschätzter virtueller Assistent, um Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrem Computer rauszuholen. Klickety-Klick. Hier habe ich schon mal einen zufälligen Fakt für Sie. Honig verdirbt nie. Archäologen haben Krüge voll mit Honig in Ägypten. Was? Ja, das interessiert mich nicht. Woran denken Sie heute, hä? Was willst du denn von mir? Nerv mich nicht. Du kannst mir den Tag nicht verschönern. Konsole starten wir, okay. Okay, davon brauche ich nichts. Pleak-Echse, was ist... Das ist ein Spiel, okay. Service Reporting. Ah! Statik. Naja, ich kenne deinen Namen noch nicht. Wie heißt du? Esther. Ich bin Connor. Feuerturm 12. Ich habe dein Licht gesehen. Das hast du gesehen? Ist das nicht der Job? Ich musste deinen Bereich abdecken, bis du angekommen bist. Wie auch immer. Was bringt dich in unseren Turmparadies? Ich suche nach Abwechslung. Ich wurde umstationiert von Iron Horse. Ein erfahrener Kamerad. Ich verstehe, warum Mitch dich ausgesucht hat. Ich bin echt müde. Hast du ein Feuer an? Nein. Die Temperatur ist kurz davor zu fallen. Du willst nicht zitternd im Sturm sitzen. Alles klar, danke. Da hast du recht. Das will ich wirklich nicht. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Ich sehe keinen Rauch. Hast du schon angezündet? Der Holzofen sollte beim Eingang sein. Zünd ihn an. Ja, okay, entspann dich mal. Das hier ist das der Holzofen? Ach nee, der ist hier. Ich Idiot. Ich sehe keinen Rauch. Hast du schon angezündet? Nein, immer noch nicht. Ich weiß. Aber ich brauche dafür erstmal Holz auch. Wo ist denn das Holz? Hier ist doch gar kein Holz, oder? Das ist echt laut. Mein Arbeitsplatz ist voll laut. Soll ich da rangehen oder was? Was willst du denn? Es gibt kein Feuerholz. Kein Feuerholz? Es muss viel davon in deiner Hütte geben. Das ist alles von Marley. Marley? Der Mitarbeiter, der vor dir hier gearbeitet hat. Sie war eine harte Frau. Wie auch immer. Du solltest bei dir diesen Sturm lieber ein Feuer machen. Benzin muss in deiner Hütte sein. Aber wenn nicht, kannst du immer etwas aus dem Lager nehmen. Aus dem Lager? Also Benzin habe ich vorher schon gesehen. Aber ich mache doch jetzt hier keinen Benzinbrand, oder? Das wäre doch krass, oder? Ich zünd jetzt ein... Hä? Ist das schlau? So. Ich kann die ganze Hütte anzünden. Irgendwas muss doch brennen, oder? Wieso ist denn hier auch kein Feuerholz? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich weiß halt nicht, was sie mit Lager meinten, aber ich schaue jetzt einfach mal unten nach. Vielleicht finde ich da ja irgendetwas. Oh, ich habe meine Taschenlampe oben vergessen. Verdammt, das ist dunkel. Hier ist das Dixie-Klo. Aber hier ist doch Holz. Kann ich das nicht einfach ein bisschen kleiner hacken? Oder gibt es das nicht vielleicht nochmal etwas kleiner? Was haben wir? Das hier sieht doch vielversprechend aus, oder? Ist das nicht Feuerholz? Ja, Feuerholz. Und hier ist auch Benzin, Fernglas. Das ist auch sehr hilfreich. Okay, gut zu wissen, dass wir das hier unten alles haben. Das Fernglas möchte ich eigentlich sehr gerne mitnehmen. Vielleicht kann ich den Typen in Haus Nummer 12 beobachten. Haha, du beobachtest den Wald und ich beobachte dich.
Weißt du was? Ich bin einfach die Arbeitskontrolle. Feuerholz kommt rein, Benzin hier drauf. So, und als letztes das Streichholz. Und ich würde sagen, wir sind fertig. Das sieht doch warm aus. Perfekt. Aha, ich sehe den Rauch. Kannst du aufhören, mich so zu beobachten? Es ist wirklich schön zu sehen, dass Turm 11 wieder lebendig ist. Wie sieht dein Bericht aus? Ja, welcher Bericht? Ich habe noch keinen Bericht geschrieben. Oh Gott, es piept schon wieder. Soll ich jetzt meinen Bericht schreiben? Fang lieber sofort damit an. Hier im Iron Park bist du dazu verpflichtet, jede Nacht, bevor du dich abmeldest, alles zu berichten. Du willst Hitch nicht in deiner ersten Nacht enttäuschen. Ja, okay, warte mal. Wie mache ich denn einen Report? Temperatur, Windgeschwindigkeit. Also es scheint windig zu sein auf jeden Fall. Die Bäume biegen sich. Aber über den Rest weiß ich nicht Bescheid. Vielleicht Iron Park Map? Nein, das ist einfach nur eine Karte. Ha. Employee Training, okay. Welcome to Iron Park State Park. If you're watching this video, Gratulation, ich mach mal ein bisschen leiser hier. Ich kann es sehr leise machen. Kann ich auch ein bisschen vorspulen? Das funktioniert. Ich muss auf Feuer achten, okay, das ist klar. Das ist mein Hauptjob. Okay, die Temperatur, darauf soll ich auch achten. Okay. Da war auf jeden Fall so ein Thermostat angemacht. Ja, wir möchten nicht angezeigt werden. Und wir sollen den Wind auch beachten. Okay. Use the anemometer to Was? Scientifically gather the data. Anemometer. Wo ist der? Collecting the data, input it into our state-of-the-art service reporting form. Okay. Okay, warte mal. Dann muss ich die ganzen Sachen erstmal finden, bevor ich irgendwas messen kann. Erstmal das Thermostat. Das ist hier. Da sehen wir die Temperatur 46,4. Dann öffnen wir hier den Report und geben ein 46,4. Das stimmt schon mal. Die Windgeschwindigkeit. Wo kann ich die... Das Ding muss doch... Oh, das Ding ist hier. Das Ding ist hier. Okay. Ich möchte hier raus. Hallo. So. Und der Wind ist bei 18 Knoten. Das ist auch gut zu wissen, ne? Können wir das Ding einfach werfen? Perfekt. 18 Knoten. Heute haben wir niemanden unterstützt und reported by Snily. Submit. Clear. Okay. Das ist mein Wetterbericht. Hörst du mich, Neuer? Turm 11, ich höre. Ich glaube, ich melde mich für heute ab. Turm 12 meldet sich ab. Hab eine gute Nacht, Neuer. Lass dich nicht von den Bettläusen beißen. Es gibt Bettläuse? Verdammt, ich habe keine Lust darauf. Gute Nacht, Connor. Bis morgen. Okay, das haben wir schon mal hinbekommen. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Kann ich auf dem PC gucken. Wir haben immer noch 11.32 Uhr. Es hat sich nicht um eine Minute verändert. Das heißt, erst um 12 Uhr müssen die Lichter aus. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Und in der Zeit schnappe ich mir auch gerne mein Fernglas, weil ich möchte mir gerne mal ein bisschen was angucken hier. Und es schadet ja nicht, das Fernglas sowieso mal oben zu haben, oder? Von daher, Fernglas. Ich hab's. Dankeschön. Damit sollten wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter gucken können. Aber ich denke, ich werde jetzt auch erstmal schlafen gehen und werde das alles erst morgen probieren. Rechte mal. Okay, alles gut. Geh, wir machen das hier. Licht ist aus. So. Und können wir uns jetzt schlafen legen? Uhr 3:26 am Morgen. Was? Man kann es nicht ganz genau hören. Aber da wird irgendwas gesagt. Leertaste zum Aufstehen. Ich bin aber noch so müde. Ich kann doch nicht jetzt schon da rangehen. Hallo. Connor. Hallo. Ich muss pinkeln. Kann ich nicht vom Turm runter pinkeln, verdammt. Die Toilette ist unten. Das ist echt weit. Und meine Pinkel kommt doch sowieso unten an. Von daher macht das einen großen Unterschied, ob ich jetzt runterlaufe oder nicht. Oh, verdammt. Ich mach das Licht hier nicht an. Nein, nein, nein. Das mache ich nicht. Leertaste zum Pinkeln. Ach, ich pinkel hier wirklich runter. Wow! Das macht Spaß! Okay, wie viel pinkel ich? Das reicht. Stell dir mal vor, da unten ist jemand. Drücke Leertaste zum Zurückkommen. Okay, ich hab's einfach getan. Ich hab's gemacht. Cool. Tür zu und kann ich jetzt weiterschlafen? Weil ehrlich gesagt, ich bin müde. Hallo? Nacht 2. Ah, ist das entspannt. Rechte Maustaste, um einen Schluck zu nehmen. Oh. Lecker. Das ist das Leben. Soll ich das Ding jetzt austrinken oder was? Ah, linke Maustaste, um ein Foto zu machen. Ey, das ist ein sehr schöner Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, I don't know. Boom, das sieht alles gleich aus. Let's go. Rechte Maustaste, um einen Schluck zu nehmen. Okay, ich trinke jetzt einfach und ich mache Fotos dabei. Das ist ein schönes Leben. Wie geht's der Tower Nummer 12?
Ha? Okay, es reicht langsam. Linke Maustaste, um ein Foto zu machen. Schon wieder? Vielleicht von Scroll, um zu zoomen. Hier ist doch nichts Besonderes, oder? Gibt es irgendwas Spezielles, von dem ich... Ich mache jetzt hiervon noch ein Bild. Ach, ist das nicht schön? Darf ich jetzt nochmal einen Schluck nehmen? Das ist, was ich tue. Wirklich? Leertaste, um auszusteigen. Okay, ich steig mal aus dem Turm. So. Sieht aber eigentlich schon voll nice hier aus mit dem... Oh! Naja, hörst du mich? Hier ist Connor von Turm 12. Hörst du mich? Ja. Entspann dich mal. Ich höre dich. Irgendwie belästigst du mich. Turm 11, hörst du mich? Höre, Connor, wie geht's? Scheiß Kerl! Entschuldige. Niemand holt sich heutzutage mehr eine Campingzulassung. Hast du Augen auf den Rauch im Norden in deiner Position? Okay, ich schaue mir das mal an. Norden? Verdammt, woher soll ich denn wissen, was Norden ist? Mein Vater ist kein Kompass. Kann ich das Licht kurz anmachen? Ja, es ist noch nicht so spät. Wo ist mein Fernglas? Ich hab's doch... Er hat hier aufgeräumt. Ich hab doch alles vorhin so schön ordentlich auf den Boden geworfen. Okay, es soll mir egal sein. Ich sehe den Rauch. Ja, der Rauch ist weiß, was auf ein Lagerfeuer hindeutet. Mist! Ich bin sauer! Ich hab die Tasse vom Turm runtergeworfen. Ja, Connor, ich seh's. Ich brauche deine Bestätigung. Siehst du den Rauch im Norden? Ja, ich sehe. Bestätigung. Ich bestätige es. Hast du den Rauch im Wald? Ja, ich sehe ihn. Es sieht so aus, als wäre es im Lazy-Fahrt-Sektor, welcher nicht als registrierter Campingplatz geeignet ist. Leute wie diese interessiert es nicht, selber ihr Müll aufzuräumen. Und das Feuerrisiko ist sehr hoch in dieser Saison. Könntest du mal nachsehen? Okay, ich gehe nach Norden. Ich melde mich. Ja, hast du irgendein interessantes Detail oder ist es sicher? Mir wurde doch gesagt, ich soll nicht mehr als eine halbe Meile in den Norden gehen. Sei auf der Hut und nimm dein Bärenspray mit. Dann sollte es okay sein. Okay, ich gehe nach Norden. Melde mich. Sei sicher da draußen. Vergiss nicht dein Bärenspray. Over and out. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da nicht sicher ist. Aber ich glaube, das hier ist mein Bärenspray. Und auf in den Norden. Wieso gehen die Leute da campen, wo Bären sind? Sowas werde ich nicht verstehen. Warte mal, wo ist denn... Der Rauch ist in die Richtung. Okay. Ist ja einfach zu merken, aber es kann eine halbe Ewigkeit dauern, da lang zu laufen. Ist das der Pfad? Das ist der Lazy Trail, okay. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ah, 8.37 Uhr, so lange laufe ich schon. Ich folge dem Pfad, der mich zum Rauch führte. Alter, das lohnt sich ja gar... Ich Idiot, hab nicht mal eine Taschenlampe dabei, oder? Oh, das ist echt doof. Das ist richtig doof von mir. Verdammt. No camping. I love no camping. Jen gives the best head. Was? Wieso malen die hier tote Leute dran? Das ist komisch. Oh, ist das der Campingplatz? Hallo, Leute. Ihr sollt nicht campen. Das hier ist illegal. Kayla. Oh, ich habe wieder Internet bekommen. Jetzt kann ich ganz, ganz viel schreiben. Viele Nachrichten. Okay, das Rezept hat sie mir geschickt. Du wirst mir nicht glauben. Wie leicht ist es zu kochen? Bist du angekommen? Schick mir ein paar Bilder. Jack, geht's dir gut? Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Schreib mir bitte, sobald du das hier liest. Tut mir leid, Kay. Ich fürchte, die Verbindung hier ist nicht gut. Der Ausblick von meinem Turk. Danke für das Rezept. Ich werde es eventuell heute Nacht ausprobieren. Ja, eventuell. Oh, die Frage ist, was knistert hier so? Das Walkie-Talkie? Okay, warte mal. Ich kann es nicht nehmen. Das Zelt ist auch leer. Wieso ist der Campingplatz verlassen? Aber ich höre irgendwo ein Gepfeife. Von wo kommt das Pfeifen? Kann ich hier... Schritte höre ich auch. Okay, irgendwie ist das so weird. Und hier ist ein kleiner See oder Teich. Ich muss es löschen. Okay, dann löschen wir das Feuer einfach mal. Das funktioniert ja mit dem Wasser, was hier nebenan ist, oder? Lalala. Wenn schon niemand hier ist, ich frage mich trotzdem, wieso lasst ihr alle eure Sachen hier? Sogar das Zelt und die Matratze. Messer, Funkgerät, das ist eigentlich nicht normal. Sowas tut man nicht. Boom. Okay, ich lasse euer Chaos mal hier stehen. Kann ich die Lampe hier mitnehmen? Die ist echt hilfreich an sich. Soll ich sonst noch irgendwas tun oder war es das hier? Ich würde halt gerne das Funkgerät nehmen. Aber es funktioniert nicht. Okay, kann ich auch einfach wieder zurückgehen? Oh, hier steht ein Schild. Turm 11. Frequenz. Oh, falls sie mich erreichen müssen im Notfall. Irgendwelche Leute. Aber nur Leute, die hier nicht campen, weil campen ist nicht erlaubt. Ich habe was gehört. 9.07 Uhr. 21.07 Uhr. Als ich in der Dunkelheit zurück zu meinem Turm gewandert bin, hatte ich ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. Ich habe nur daran gedacht, was passieren hätte tun können. Was hätte denn passiert sein können? Ein Bär hätte mich angreifen können. Das wäre echt übel gewesen. Davon bin ich ja gar kein Fan. Okay.
Turm 11, da ist er. Der geheiligte Turm 11, mein Zuhause, mein Lieblingsort, wo ich meine verdammte Taschenlampe vergessen habe, was so doof ist. Turm 12 hat auch noch sein Licht an, das ist gut zu wissen. Das heißt, wir haben noch keine 0 Uhr. Kann ich jetzt funken? Ich muss Connor von dem leerstehenden Campingplatz berichten. Aber erstmal werfe ich mein Spray wieder hier hin. So. Connor? Connor, hörst du mich? Hey, Connor, hörst du mich? Laut und deutlich, Neuer. Ich habe mir gerade nur etwas Heißes, also... Als erstes, was ist der Status? Rede über den Campingplatz. Willst du mich veräppeln? Scheiße. Die lernen es nie, oder? Was meinst du? Ich habe genug von diesen Bastarden. Das ist unglaublich. Ist das schon oft passiert? Das ist schon das dritte Mal in diesem Monat. Hast du irgendetwas anderes in den Wäldern mitbekommen? Schrei erwähnen. Ein Schrei? Muss einer von diesen roten Füchsen gewesen sein. Die klingt nachts wie eine schreiende Dame. Es war ein männlicher Schrei. Ich weiß nicht, worüber du redest, Neuer. Aber ich habe von Rangern gehört, dass es viele Leute wegen des Verschwindens der drei Kinder in dieser... Kinder sind in dieser Gegend verschwunden? Oh, das sind diese Kinder, die wir am Anfang gesehen haben an den Plakaten. Ungefähr vor einem Monat. Sie waren mit ihren Familien wandern. Als sie vom Pfad abgekommen sind und dann einfach verschwunden sind. Keine Spur von ihnen seitdem. Was hat das mit den Campern zu tun? Leute haben angefangen, Gerüchte zu verbreiten, dass diese Gegend von Kreaturen heimgesucht wäre. Es ist verrückt, ich weiß. Du würdest denken, dass diese Gerüchte Leute abschrecken würden, aber anscheinend ist es das Gegenteil. Manchmal wünschte ich mir, sie wären wahr. Also, wenigstens weißt du jetzt, warum Hitch in Turm 11 so dringend arbeiten musste. Das ist beunruhigend. Naja, ich hoffe, ich glaube, du glaubst diese Gerüchte nicht, oder? Nein. Großartig. Wie auch immer, danke fürs Wachbleiben. Kein Problem, immer wieder gerne. Ich werde die Behörden verständigen und dann können sie sich um dieses Chaos gleich am Morgen kümmern. Wir können diese Idioten nicht mehr tolerieren. Wenn sie sie finden, sollte ich mich persönlich drum kümmern, dass sie nie wieder einen Fuß in diesen Wald setzen. Ich stimme zu. Sei du in Sicherheit, Neuer. Over und aus. Du auch. Over und aus. Okay. Wir müssen noch einen Bericht schreiben, ne? Das müssen wir sowieso jeden Abend tun. Und dafür muss ich mal ganz kurz die Temperatur checken. Es ist 48 Grad Fahrenheit. Ich hasse Fahrenheit. Voll kompliziert. 48. Die Windgeschwindigkeit ist bei... Oh, Kayla, nerv mich nicht. Ich bin am Arbeiten. Und außerdem, wieso habe ich jetzt hier oben Netz? Die Windgeschwindigkeit ist bei 21 Knoten. 21 Knoten, okay. Merken wir uns. 21. Wie ist das Wetter draußen? Da haben wir nicht in den Himmel geguckt. Das Wetter ist bewölkt. Cloudy. Okay. Fertig. Unser zweiter Bericht. Yay. Das haben wir schon mal erfüllt. Als nächstes gucken wir bei unserer Handynachrichten, Kayla. Was? Ich bin so neidisch auf deinen Ausblick. By the way, sieh dir an, zu welchem Anblick ich heute nach Hause kam. Bier. Alter, Kayla, du Alkoholikerin. Mama hat denselben Auflauf gemacht heute. Nom, nom, her. Sich dieses Foto anzuschauen, macht mich echt hungrig. Weißt du was? Ich werde das Rezept jetzt einfach austesten. Ist aber nicht zugestellt worden. Wieso soll ich es jetzt auch... Kann ich nicht einfach schlafen gehen? Ich habe... So, zu diesem Zeitpunkt war ich am Verhungern. Ich muss die Zutaten für Kaylas Rezept besorgen. Ich hatte doch hier irgendwo einen Kühlschrank, oder? C zum Ducken. Okay, rein damit. Mist. Wir brauchen Pasta. Ungekochte Pasta. Hier. Boom. Marinara-Soße. Boom. Jackpot. Alles gefunden, ne? Pepperoni. Nee, das sind Bohnen. Die brauche ich nicht. Tomaten brauche ich auch gerade noch nicht. Pepperoni. Sehr gut. So. Mozzarella-Käse. Und geschnittene Tomaten. Die hatten wir hier. So. Ich würde sagen, wir haben das Rezept vollendet. Wir können es in den Backofen schieben und wir hoffen einfach, dass es gleich fertig ist. Ich lass mal... Ich brauche ehrlich gesagt keine Erbsen. Ich bin kein Vegetarier. Alles gut. So. Was haben wir denn hier? Okay, das Ding. Kann ich das nicht einfach... Wieso kann ich die Dinger nicht normal ablegen? Neuer, bist du da? Ich bin gerade am Kochen, ja? Statik. Neuer, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich gehe schon ran. Alles gut. Meine Fresse. Connor? Ben. Habe ihren Arsch den Behörden gemeldet. Gut gemacht. Ich hoffe, die können sie finden und ihnen ein Stück von ihrem Gedanken geben. Okay, ich sag dir was. Ich glaube, ich gehe jetzt, Pen. Ich weiß, es war ein harter Tag, aber du machst einen guten Job. Danke, Connor. Gute Nacht, Connor. Bis dann. So, und ich guck mal ganz kurz. Ich möchte ja nichts overgucken. Das sieht doch lecker aus, oder? Kann ich jetzt... Wo esse ich denn das jetzt hier? Oh, kann ich das... Wo stelle ich denn das hin? Ha?
In die Mikrowelle doch nicht. Boom. Ich aß gerne im Bett. Boom. Boom. Oh, sorry, tut mir leid. So, Leertaste zum... Okay, ich esse jetzt. Oh mein Gott, ich habe einen guten Appetit, ne? Uiuiuiui, ist das nicht heiß? Ach du Kacke. Das ist eine ganze Auflaufform. Hier wäre ich schon satt gewesen, mein Freund. Alter. Connor, du bist eine Maschine ohne Beine. Ich war schon voll. Okay, bei der Hälfte. Das Ding ist, wir haben eine Mikrowelle, alles cool. Wir können es ja morgen nochmal machen. Boom. Ich hätte es im Kühlschrank aufbewahren können. Das reicht auch da oben. Es war kalt geworden. Ich überlege, den Holzofen anzumachen. Ja, schade, dass Holz nicht hier oben ist. Das heißt, wir müssen wieder nach unten gehen, um Holz zu holen. Ist das doof? Ja, la 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 la. Lass dir nichts Erschreckendes sein. So, Holz. Irgendjemand läuft hier lang, oder? Ich höre doch... Ich gehe wieder nach oben. So schnell es geht. Komm, komm, komm. Was war das? Ich habe irgendjemanden gehört. Irgendwie habe ich irgendjemanden gehört. Oh nein. Also ich weiß, das Spiel soll einige gute Scares haben. Von daher habe ich ein bisschen Angst. Es sind keine schlechten Scares, es sind gute Scares. Hier rüber. Komm, komm, komm. Alles cool. Aufmachen. Boom. Und zu. So, kann ich jetzt schlafen gehen? Das sollte vor... Oh, ich zünde noch die Bude an. Ich habe die Bretter immer geschlossen, bevor ich ins Bett gehe. Welche Bretter? Was meinst du mit Brettern? Meinst du vielleicht das Licht? Soll ich einfach ausmachen? Ich habe die Bretter immer geschlossen. Hä? Die Bretter. Oh, ich verstehe. Das muss man aber auch erstmal wissen, meine Fresse. Dass hier so ein Sichtschutz existiert. Das wusste ich ja nicht. Sind das alle Bretter? Ich denke, das sind alle Bretter. Oder? Oh, habe ich eins vergessen? Nee, hier gibt es einfach keins. Das ist einfach so ein offenes Ding. Okay, ein Fenster muss man hier haben. Das ist gar nicht so verkehrt, oder? So. Und lass mich schlafen. Ha, ich habe das Licht nicht ausgemacht. Ich Idiot. Passiert was? 2.27 Uhr. Ich soll das Licht doch immer abends aus haben. Das ist eine Regel. Ich habe das Gefühl, geweckt zu werden. Es pfeift irgendwas. Ich habe Angst. Das Licht ist aus. Leertaste zum Aufstehen. Alles gut soweit, oder? Was ist das? Die Nacht hat etwas Seltsames an sich. Rechte Maustaste zum Verstecken. Ich kann mich verstecken. Verstecken, kann das Mikrofon ausschlagen, da dürfen wir nicht reden. Ich fühle mich beobachtet. Was passiert denn hier? Wieso ist denn das hier? Es geht nie ab. Kann ich... Ich spüre draußen eine Präsenz. Ich soll jetzt nicht nach draußen gehen, oder? Oh, verdammt! Ich mach die Tür zu, yo! Ich muss mit Connor sprechen. Connor? Connor? Connor, bitte. Rede mit mir. Connor, hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Da ist etwas vor meiner Tür. Und das konnte nicht bis morgen warten. Schädlerwin, seufzt. Ich sag dir was, Neuer. Es ist wahrscheinlich besser, diese Kinder zu ignorieren. Ich glaube, das war das, wovon Marley genug hatte. Ich glaube nicht, dass es Kinder sind, die rumalbern. Diese Kinder können mit ihren Scherzen sehr kreativ sein. Sie schauen so viele Horrorfilme. Vielleicht denken sie, es wäre lustig. Es fühlt sich wie ein Ritual an. Lass uns nicht mitreißen, Neuer. Wir sind in der Mitte von nirgendwo. Einverstanden. Wir machen das so. Ich schicke morgen jemanden, der nach dir nachsieht. Für jetzt schließe deine Tür zu. Nehme einen tiefen Atemzug und versuche etwas zu schlafen. Wir können nicht viel im Dunkeln machen. Es wird morgen sein, bevor du es mitbekommst. Versuch etwas Schlaf zu bekommen, Jack. Over und aus. Meine Fresse, du bist auch irgendwie gar nicht hilfreich, ne? Was Connor sagt, ergibt keinen Sinn. Aber es gab sonst nicht viel, was ich im Dunkeln hätte tun können. Also leg ich mich wieder schlafen. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. Nacht Nummer 3. Am nächsten Tag wachte ich auf und war mir nicht sicher, ob das letzte Nacht nur ein Traum war. Connor versuchte Gründe zu finden, dass es ein harmloser Prank von irgendwelchen Kindern war. Aber da war etwas in der Nacht, das sich dunkler anfühlte. Dort draußen im Wald ist etwas komisch. 8.34 Uhr, also 20.34 Uhr, okay. So sieht's auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Ist der Schädel noch da? Okay, ich kann jetzt das Fernglas benutzen, ne? Oh, wieso ist denn das so dreckig? Die meiste Zeit beschäftigt mich einfach nur Wartungsarbeiten außerhalb des Turms. Ist ja viel zu dreckig. Linke Maustaste halten zum Reinigen. So, machen wir das Fernglas mal ein bisschen sauber. Dann kann man damit auch vielleicht was anfangen. Oh, eine was? Hui, hui, hui.
Eine Rakete. Cool, cool, cool. Wieso ist mein Fernglas wieder dreckig? So schnell? Immer wenn ich... Was war denn das? Was sollte denn diese Rakete? Und von wo? Oh, warte mal, das war ein Flair. Was geht denn da vor sich? Ha? Das ist weird. Und der Rauch ist irgendwie weg, aber der war genau vor mir, Richtung Schuppen. Der war wieder im Norden. Das war wieder der Norden. Wieso ist es jedes Mal der Norden? Hello? Hallo? Is anyone there? Ist jemand da? I need help. Ich brauche Hilfe. Please. Bitte, antworte jemand. Okay. Jemand ruft mich über mein Funkgerät an. Aber es ist nicht Connor. Mein Verfolgungswahn zwang mich zuerst, die Tür zu schließen, bevor ich mich hinsetzte. Okay, vielleicht gar nicht so verkehrt. Leertaste. Hallo? Kann ich jemand hören? Ja, hier ist Jack von Turm 11. Oh Gott, sei Dank. Ich habe mich verirrt. Und ich fange wirklich an auszuflippen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich bin rausgegangen und wollte die Gegend erkundigen, aber irgendwie habe ich das Zeitgefühl verloren. Und jetzt ist es dunkel und ich kann mich nicht mehr an den Weg zurück zu erinnern, zu meinem Auto. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Können Sie mir Ihre Kleidung beschreiben? Ich trage eine rote Jacke, Tarnhose und einen grünen Rucksack. Rote Jacke, Rot-Grün-Kombination. Wie lautet Ihre derzeitige Position? Ich bin mitten im Wald, an diesem Pfad umgeben von Bäumen. Alles sieht nachts anders aus. Ich dachte, wenn ich ein paar Schüsse mit der Leuchtpistole abgebe, sieht es jemand. Aber bisher ist noch niemand gekommen. Sie haben bloß die Bäume beleuchtet und alles noch ein bisschen unheimlicher aussehen lassen. Ich will einfach nur einen Weg hier rausfinden. Können Sie mir Ihre Gegend beschreiben? Ich bin von Bäumen umgeben. Und ich erinnere mich, dass ich an einem kleinen Bach vorbeigekommen bin. Ich laufe gerade in Richtung Westen, weil ich mich noch erinnern kann, dass ich vom Osten gewandert bin, als ich ankam. Oh Gott sei Dank, ich sehe es. Was sehen Sie? Ich bin jetzt in einer Wegkreuzung, aber ich weiß nicht, ob ich auf den rechten Weg oder den linken Weg nehmen soll, um zum Ausgangspunkt zu kommen. Können Sie mir helfen? Lassen Sie mich die Karte scannen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Die Karte, warte mal, wir haben hier eine Karte und er läuft Richtung Westen. Von mir aus war er Norden und hier ist eine Wegkreuzung. Hallo? Bist du noch da? Beide Fahnen sehen ziemlich gleich aus. Ich habe nur Angst, dass ich einen Fehler mache und mich bloß weiter von der Straße entferne. Ich brauche Hilfe. Ja, ich verstehe schon. Dann bist du ja irgendwie hier. Dann müsstest du eigentlich den linken Pfad nehmen. Selbst wenn du den hier wärst, müsstest du den linken Pfad nehmen. Ich würde sagen links, ne? Wenn ich richtig gucke. Nimm den linken Pfad. Aha, ich wusste es. Ich dachte mir schon, dass der Pfad bekannt vorkommt. Ich hätte mir selbst diese Entscheidung nicht zutrauen können. Danke, dass Sie mir dabei geholfen haben. Gern geschehen. Ich hoffe, ich habe ihn nicht umgebracht. Was? Ich bin genau hier. Was? Ich höre dich. Ich höre deine Pfiffe. Das bin ich nicht. Was? Ich sehe dich hinter den Bäumen rechts von mir. Das bin ich nicht. Jetzt machst du... Habe ich jemanden umgebracht? Da ist jemand vor meiner Tür. Ach du meine Güte. Warum hast du da lange drin so lange gebraucht? Ich sollte nach dir sehen. Und klopfe schon seit Stunden. Was hast du gemacht? Ich habe einem verwirrten Wanderer geholfen. Um diese Uhrzeit möge Gott barmherzig sein. Wie dem auch sei, hier habe ich deine Ausrüstung vom Turm. Nur das Nötigste. Hier, bitteschön. Ich werde gleich ohnmächtig, wenn ich das Zeug noch länger halte. Okay, wir haben neue Ausrüstung bekommen. Das ist schön, das ist nett. Was hast du gestern Abend dort gemacht? Was meinst du? Oben im Norden, warum warst du dort? Ich würde mich da draußen nicht herumtreiben, Kumpel. Ich muss dein Lagerfeuer wegen des Rauches untersuchen. Oh Gott, sei mir gnädig. Unangenehme Angelegenheit da oben, mein Kumpel. Luchse und Bären, sei vorsichtig da draußen, Kumpel. Diese Wälder sind nicht normal. Und dort gibt es Dinge, die sich gerne ein Stück von dir holen würden. Ganz zu schweigen davon, dass du ziemlich weit weg wärst, wenn dir etwas zustoßen würde. Es ist ein anstrengender Job. Ich habe gehört, dass du etwas nervös bist. Alles in Ordnung? Erwähne den Schädel. Punkt. Missing location for line... Was? In the string German. Okay. Keine Übersetzung auf Deutsch. Hast du ein Foto davor gemacht, bevor du ihn gereinigt hast? Nein. Du weißt, dass es am besten ist, wenn wir uns an diesen Dingen nicht aufhängen, Kumpel. Außerdem können wir ohne Beweise sowieso nichts tun. Wie dem auch sei, es wird langsam spät. Es sollte jetzt noch besser gehen. Halt einfach die Augen offen. Danke für die Ausrüstung. Ja, geh nach Hause. Du hast sowieso 2 Stunden Weg vor dir. Ich hoffe, das wird nicht allzu anstrengend. Oder doch? Doch, ich hoffe, dass es anstrengend wird. Du möchtest ja nicht mal was tun gegen mein Problem hier. Okay, hier haben wir die Ausrüstungskiste. Kein Plan, was ich damit tun soll, aber schön, dass ich die habe. Allerdings sollte ich mich erstmal um den Hiker kümmern, oder? Statik, Punkt. Okay, man hört ihn nicht mehr, der ist wahrscheinlich tot.
So ein Mist. Dann gebe ich meinen Bericht ab, ne? Ich muss sowieso meinen Bericht abgeben. Wir haben aktuell wie viel Grad? Wir haben 58,6 Grad Fahrenheit. Ich nehme bei der Aufgabe ziemlich ernst. Okay. Es ist wolkig draußen und wir haben 25 Knoten. Das ist gut zu wissen. Es ist wolkig draußen und wir haben 25 Knoten. Oh mein Gott. Okay, ich muss die Tür erstmal schließen. Es ist wolkig draußen und wir haben 25 Knoten. Heute haben wir einem geholfen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob die Wetterbedingung richtig ist. Was soll es denn sonst sein? Vielleicht Wind? Okay, Wind ist es. So, der Report ist abgeschickt. Das ist gut. Eigentlich kann ich jetzt bald schlafen gehen. Vielleicht muss ich nochmal Holz... Hallo? Ich habe irgendwas gehört. Alles cool. Das eine Fenster können wir leider nicht schließen. Ich mache mal die Barrikade direkt zu. Oh Gott, von der Seite geht das nicht, sonst falle ich runter. So, alles zu. Ich war zu hungrig. Ich bin zu hungrig, um runterzugehen? Ich will doch nur das Feuer anmachen. Danach kann ich gerne was essen. Wo ist meine... Ah, okay. Sie ist im Kühlschrank gespawnt. Eigentlich habe ich die da draußen geworfen. Okay, aber wenigstens haben wir jetzt etwas. So... Und es wird Zeit zu essen. Und vierter Bissen. Okay, wir haben alles. Alles aufgegessen. So, okay. Und das können wir dann hier in den Abwasch reinwerfen. Jetzt kann ich vielleicht nach unten laufen. Vielleicht nehme ich auch die Taschenlampe mit. Wenn ich wüsste, wo die ist. Taschenlampe? Ist das die? Oh, ja, ja. Taschenlampe. Okay. Dann können wir die Mission ja starten. Feuerholz holen. Perfekt. Ich habe die Tür oben offen gelassen. Ich hoffe, dass nichts in meine Koje reingeht. Da habe ich ja nicht so Lust drauf. Okay, Feuerholz. Feuerholz haben wir. Das ist schön. Hey, du Psycho. Bist du der... Hallo? Wer bist denn du? Du hast mir gerade einen Herzinfarkt gegeben. Ich verstehe Einsamkeit. Kann dein Gehirn Tricks spielen lassen. Wer bist du? Keine Angst. Ich bin ein Arbeiter. Ich habe nur ein bisschen Routinearbeit auf dem Radioturm da hinten gemacht. Ich dachte, du sagst mal dem Neuen, über den jeder gesprochen hat, hallo. Nett, dich kennenzulernen. Du arbeitest normalerweise auch so spät? Jeden Sonntag. Ich versuche nur, die Kommunikationslinien offen zu halten. Ich stimme zu. Es ist wichtig, die Feuer zu lokalisieren. Absolut. Manche Feuer sollten aber brennen. Und keine Menge an Verhinderung kann sie stoppen. Was meinst du? Natur hat ihre eigenen Pläne. Manche Dinge können nicht kontrolliert werden. Egal, wie stark wir es versuchen. Und manchmal sind Desaster eine andere Art von Aufräumen. Ein Weg für ein Land, sich selbst zu reinigen. Ich sollte jetzt zurück in den Turn. Hab eine gute Nacht, Jack. Hoffe, du schläfst gut, aber denk dran. Neugier kann einen Orte führen, an dem man lieber nicht gehen sollte. Auf Wiedersehen, Jack. Okay, du kleiner Psychopath. Ich gehe jetzt einfach mal weg, ne? Eine unangenehme Atmosphäre umgab diesen Typen. Ja, die habe ich auch gespürt. Das war echt unangenehm. Das war eine mies unangenehme Atmosphäre. So, hallo. Ich habe Feuerholz geholt. Ich hätte dich... Hätte ich Feuerholz überhaupt holen müssen? Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Ach. Anzünden kann ich es nicht ohne Benzin. Das ist doof. So. Boom. Rein damit. Und es brennt. Perfekt. Alles ist zu. Eigentlich kann ich jetzt schlafen. Ich sehe den Rauch, der aus deinem Turm kommt. Erzähl mir also nicht, dass du nicht da drinnen bist. Neuer. Bist du da? Ich weiß doch, ich bin doch da. Ich habe doch nie was anderes behauptet, oder? Meine Fresse. Verstehst du mich jetzt? Hier ist Jack. Seufzt endlich. Ich habe schon die ganze Zeit versucht, jemanden zu erreichen. Wo warst du? Bin runtergegangen, Feuerholz zu holen. Man braucht doch nicht wirklich lange, um ein bisschen Brennholz zu holen. Ich bin ein Funkturm-Mitarbeiter. Begegnet. Wem? Dem Typen, der den Funkturm in der Nähe wartet. Punkt, Punkt, Punkt. Sir, ist das wegen gestern? Was? Willst du mich jetzt verarschen? Was meinst du? Der Funkturm ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Betrieb. Er wurde vor Jahren stillgelegt, weil ein Blitzschlag seine Systeme zerstört hatte und die Reparaturkosten als zu hoch empfunden wurden. Der Termin für die Reparatur wurde auf die nächste große Finanzierung verschoben, was laut Hitch aber so bald nicht passieren wird. Aber mit wem habe ich dann gesprochen? Also wenn das, was du sagst, wahr ist, könnte es auch bloß wieder ein blöder Streich von einem dieser Idioten sein. Er kannte meinen Namen. Kannte deinen Namen? Glaubst du, er hat uns belauscht? Wäre möglich. Trotzdem ist es laut Regelwerk des Parks strengstens verboten, sich als Angestellter auszugeben. Das nächste Mal, wenn du ihn siehst, frag ihn ein bisschen aus oder mach ein Foto. Wir müssen das rauskriegen. Alles klar. Wie auch immer. Ich sehe, dass du deinen Bericht schon eingereicht hast. Ich glaube, ich werde mich jetzt ein bisschen aufs Ohr hauen. Gute Nacht, Kenner. Turm 12 meldet sich ab. Ende der Durchsage. Verlassen.
Okay. Und dann können wir jetzt auch schlafen gehen, würde ich sagen. Es ist ja auch schon spät. Mein Unbehagen wurde Tag zu Tag größer. Als ich mich an diesem Abend abmeldete, sagte ich mir, dass es nur wegen der neuen Umgebung sei, an die ich mich gewöhnen musste. Die Seltsamkeit, die ich bisher in den Wäldern gesehen habe, war noch nicht genug, um Alarm auszulösen. Wie auch immer, das sollte sich bald ändern. 2 Nächte später. Okay. 21.18 Uhr. Neuer, hast du eine Minute? Klar. Naja, ich habe gute Nachrichten vom Halbquader. Sie sagen, wir hätten ein neues System-Update auf dem Computer. Hitch meinte zu mir, ich sollte dich wissen lassen, dass es ein wichtiges Sicherheitsupdate ist. Keine Schnüffler mehr, nehme ich mal an. Danke für die Info. Okay, dann gucken wir mal. Wo mache ich denn hier ein Update? Ha. Ich schätze mal bei der Konsole. Kann ich einfach Update eingeben? Help. So. Update. Please enter the package code. Ah, warte mal. Ich gebe ein Check-up. So. Package Code 4326084. So. Und, es funktioniert wirklich. Ich muss jetzt eine Line nehmen. Was auch immer das bedeuten soll. Ich will auch nur ein Update machen. Okay, das funktioniert. Und das hier ist das Update. Dein System ist jetzt up to date. Hallo? Was ist denn jetzt hier los? Strom war aus? Wieso ist mein Strom aus? Wer hat meinen Strom ausgemacht? Ich brauche meine Taschenlampe, sonst komme ich hier nicht weiter. Es ist viel zu dunkel. Taschenlampe? Oder weißt du was? Ich gehe jetzt einfach ohne Taschenlampe raus. Ich weiß gar nicht, was ich gerade in der Hand habe, aber es regnet ziemlich doll. Verdammt, es regnet viel zu doll. Ich habe ein bisschen Angst, hier rauszulaufen. Generator? Mach ihn an. Generator hatte kein Benzin mehr. Ja, aber zur Not haben wir in der Hütte Benzin, oder? Ich wurde vom Regen pitschnass. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Meine Hände waren voll. Ich weiß gar nicht, was ich in der Hand habe. Aber jetzt haben wir wenigstens Benzin. So. Der Strom ist wieder an. Das ist doch gut. Ich musste dringend pinkeln, bevor ich zum Turm zurückging. Okay. Dann gehe ich hier gleich mal pinkeln. Wir schließen die Tür und pinkeln. Wieso sollte ich jetzt da drin leise sein? Konnte ich jetzt als Versteck nehmen oder was? Das war komisch. Eine Woche später. Eine Woche? Eine verdammte Woche? Die Zeit verging wie im Flug. Connors Generator musste repariert werden. Also musste ich auch seinen Teil beaufsichtigen. Wenn es nicht brannte, habe ich 2x am Tag nach Connor gesehen. Das war wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt für ein Gespräch. Außer wenn ich selbst Gespräche führte. 2.30 Uhr am Morgen? Seufz. Wir haben einen anderen. Ich weiß, es ist spät, Jack. Aber das wird dich interessieren. Seufz. Jack. Jack. Du musst jetzt aufwachen. Hast du verstanden? Worum geht's, Connor? Was ist so wichtig? Hast du mal auf die verdammte Uhr geguckt? Es ist spät. Jack, hast du verstanden? Ja, hier ist Connor. Ich bin hier. Okay, weißt du was? Ich habe jetzt nicht den Nerv dazu. Was passiert? Ich war hier, meinen Arsch abzuarbeiten, während ich an diesem alten Generator bearbeitete. Und jetzt sehe ich das. Ich sehe noch einen Rauch im Westen. Sieht so aus, als hätten wir noch einen Camper. Sieht so aus, als wäre es in deinem Sektor. Kannst du den Campingplatz von deinem Ende anschauen? Okay, ich schau's mal an. Ich schau mir den mal an. Aber es ist dunkel. Ich schau nicht gerne im Dunkeln. Statik, hä? Weißt du was? Ich habe es nicht mehr in mir, diesen Mist abzugeben. Ich werde dir das überlassen. Wenn sie dieses Mal nicht wegrennen, nehmen ihre Fotos und Ausweise. Und wenn sich die Lage verschlechtert, zögere nicht, das Headquarter zur Hilfe anzurufen. Sag mir morgen Bescheid. Ich werde etwas ruhen. Statik. Okay, 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 okay. Alles gut soweit. Ich gehe jetzt mal los. Da ist der Rauch. Gar nicht so weit entfernt, ehrlich gesagt. Kann ich mal richtig reinzoomen? Da sind doch Leute. Hallo. Was machen die denn da? Ich wusste nicht, was ich davon halten soll. Was soll man davon halten? Das sind irgendwelche Leute, die... Hä, was tun die denn da? Die sind doch voll verrückt. Die sind doch voll... Verbrennen die irgendjemanden? Mache ein Foto. Oh, ich kann ein Foto davon machen. Okay, warte mal. Zoomi, Zoomi, Zoomi. Ich hab euch voll auf frischer Tat ertappt, ihr Vollidiot. Was? Was? Oh. Was passiert hier? Wo sind die? Hallo? Sind die noch da? Okay, okay, okay. Das ist... Ah! Was? Nein! Die haben... Was haben die Taschen... Ist das nur einer von denen? Was sind das über... Oh, okay, 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 okay. Besser, ich verstecke mich. Verstecken und leise sein. Das Mikrofon.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wohin soll ich denn fliehen? Ich weiß nicht, wohin ich laufen soll! Ich weiß nicht, wohin ich laufen soll! Und ich drehe mich auch nicht um. Hä? Wohin soll ich denn laufen? Ich weiß, was wir tun müssen. Wir müssen ins Dixie-Klo. Deswegen war da auch so eine leise Anzeige. Obwohl der gerade vom Lagerfeuer bis hierher innerhalb von 5 Sekunden gesprintet ist. Der Typ muss verdammt schnell sein, der kann mich doch jederzeit einholen. Aber kein Problem, Hauptsache wir sind entkommen, oder? Wo bin ich hier? Oh, ich bin schon raus. Es war verschlossen. Steht mein... Der Psychopath ist noch hier? Was? Nein, 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 nein. Ich möchte meinen Wohnwagen. Gut, dass ich einen Wohnwagen habe. Oh, wieso habe ich so weit weggepackt? Ich Vollidiot, normalerweise packe ich immer nah dran. Tür zu und rein. Losfahren. Kann ich das Ding umfahren? Als das Adrenalin in mir einsetzte, ich drückte aufs Gas und fuhr zur Park-Ranger-Hütte. Außer Atem funkte ich ins Alarm ins Headquarter. Hör zu, Jack, wir sind alle ein bisschen verrückt hier draußen, antwortete Mitch. Wir sind alle ein bisschen verrückt. Was soll das bedeuten? Da hat ein Typ mit der Schädelmaske versucht, mich fertig zu machen. Außerdem haben die Leute verbrannt im Wald. Am nächsten Morgen haben die Behörden angeblich eine kleine Untersuchung in dem Gebiet durchgeführt. Aber natürlich gab es keine Anzeichen für ein Fehlverhalten. Niemand glaubte mir je meine Geschichte. Bleiben Sie einfach dabei, nach Bränden Ausschau zu halten, sagte Mitch. Wie auch immer, das war das letzte Mal, dass ich in den Wald gegangen bin. Beste Entscheidung deines Lebens. Ich habe bis heute noch ein komisches Gefühl im Bauch. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, habe ich das Erlebnis noch in lebhafter Erinnerung. Meine Familie denkt, ich habe alles nur erfunden, was mir aber nicht ähnlich ist, so etwas zu erfinden. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ob echt oder nicht, nach Einbruch der Dunkelheit können diese Wälder zu einem Ort für illegale Aktivitäten werden. Also wenn irgendjemand von euch bald campen möchte, bitte bleibt vorsichtig. Okay, und das war's mit Fears of Fathom. Wir kriegen noch ein schönes Outro, wobei ich sagen muss, es gibt immer noch offene Fragen, also den Zusammenhang in der Geschichte. Es gibt diese 3 vermissten Kinder, die am Anfang auf den Steckbriefen waren, aber diese 3 Kinder haben wir auch auf dem einen Schild gesehen, wie sie unten dran gezeichnet wurden. Also da, wo wir das erste Mal in einen Campingplatz reingingen und den Schrei gehört haben. Außerdem lag beim ersten Campingplatz auch ein Funkgerät. Und zufällig dahinter ein Schild mit meiner Turmnummer und meiner Funknummer. Das heißt, derjenige, der Fake-Mitarbeiter, dem gehörte wahrscheinlich der erste Campingplatz und der hat sich bei mir reingewählt und mir zugehört. Weswegen auch immer. Außerdem hat er einen komischen Satz gedroppt wie: Der Neue, über den alle sprechen. Über wen alle sprechen? Wer spricht über mich? Dazu hat mich Barry vor dem Norden gewarnt, dass ich nicht zu weit in den Norden gehen soll. Die Frage ist, will Barry mir helfen oder verheimlicht er mir etwas? Vielleicht ist er Teil dieser Sekte. Weil so oft, wie er sagt, oh mein Gott, in Gottes Namen, Gott, Gott, scheint er ziemlich gläubig zu sein. Vielleicht ein bisschen zu gläubig? Vielleicht ist Barry in einer Sekte? Das kann alles sein. Am Ende des Spiels weiß ich nicht, wer gut und wer böse ist. Vielleicht könnt ihr mir aushelfen und versteht die Geschichte schon. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich will weiter beenden hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.